in Hamburg. Juri Gagarin war der erste Mensch, der in den Kosmos flog. Am 12. April 1961 startete der Offizier zu seinem Ein-Mann-Flug in einer Vostok-Raumkapsel. Nur 108 Minuten dauerte die Erdumrundung, 108 Minuten, die der Sowjetunion einen Triumph über die USA bescherten und Gagarin ewigen Ruhm. 50 Jahre später feiert Russland den berühmten Kosmonauten. Russland ist in Feierlaune in diesen Tagen. Hier bilden Kinder und Jugendliche gerade den Schriftzug 50 Jahre Gagarin. Der Kosmonaut, ein Nationalheld. Das war ein großer Mann der Sowjetunion und Russlands, ein Held. Der erste Mann, der den Kosmos für uns und die Menschheit öffnete. Ich bewundere Gagarin sehr und dass es unser Land geschafft hat, als erstes in den Kosmos zu reisen. Am 12. April 1961 frühmorgens bestieg Juri Gagarin seine Vostok-Rakete. Dann befördern ihn 20 Millionen PS ins All. Ich bin Kosmonaut, beobachte die Erdoberfläche und sehe Wälder, Flüsse und Wolken. Der Beginn der bemannten Raumfahrt. Auf der Erde bereiten sie ihm einen grandiosen Empfang, Held der Sowjetunion. Nur 7 Jahre später stirbt Gagarin bei einem Flugzeugabsturz. Gerne zehrt Russland heute noch von den großen Erfolgen in der Raumfahrt, auch wenn es eigentlich sowjetische war.